Hey Leute, willkommen zurück zu Mafia. Wir sollen, wie ihr seht, zu Salieris Bar zurück und auf dem Weg bei Lucas Bertone vorbeischauen. Der Bertone ist doch der gute Mann von der Werkstatt, oder? Naja, auf jeden Fall, der Ausflug aufs Land ist noch nicht ganz vorbei. Das war eine sehr bleihaltige Mission. Hat aber Spaß gemacht. Und jetzt bin ich auch wieder zurück in Kölle aus Leipzig von der Dreamhack. War super, war ein schöner Tag. Wir waren ja nur Samstag da im Prinzip. Sonntag sind wir schon wieder nach Hause gefahren, also gestern. Da habe ich noch ein bisschen Kohlart aufgenommen. Ja, da habe ich etwas darüber erzählt. Also wenn ihr wissen wollt, wie meine Eindrücke waren, guckt euch das an oder wartet auf den Vlog auf dem Kacknoob-Kanal. Nur um da mal ein bisschen Reklame für zu machen. Falls ihr es jetzt seht, ich meine, wenn ihr es jetzt irgendwann seht, dieses Let's Play, dann ist es wahrscheinlich schon längst auf dem Kanal. So, ich muss aufpassen, dass keine Butzilei kommt. Ich bremse am besten gleich schon mal runter mit dem Tempomat. Übrigens, wir hatten ein Auto ausgeliehen von einem Autovermietungsding. Ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ist ja auch egal. Und es hatte auch ein Tempomat. Das erste Mal, dass ich ein Auto mit Tempomat gefahren bin. Ich hatte ja immer nur so alte Autos vorher, bevor ich meins verkauft hatte und dann seitdem immer nur Sozius oder gar Passant war. Hahaha. Denn, weiß nicht, irgendwie verlernt man es aber auch nicht. Und Autos in Köln in der Großstadt lohnen sich so gar nicht. Wow. Hast jetzt echt Lichthupe gegeben für die Straßenbahn. Wow. Okay, also bei Bertone. Ist das Bertone oder Bertone? Es ist ein bisschen komisch geschrieben. Keine sehr schöne Handschrift. Naja. Bei dem sollen wir vorbei. Und was Optionales machen, glaube ich. Na, gucken wir mal. Achtung. Also bisher fährt sich dieses Auto... Oh Gott, die Polizei. Hallo, ich wollte nicht driften, ich habe nur geguckt. Soll ich so hier vorbei, ja, oder wie war das? Hallo. So, und jetzt? Steig mal aus, Tommy. Ciao! Na? Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Wow. Was? Das geht ja... Wow. Da muss ich mich jetzt beeilen, du. Oha. Jetzt darf ich gerade den ganzen Weg wieder zurückfahren, ne? Ist ja super. Ich habe echt nur ein paar Minütchen Zeit. Hätte ich das mal nicht angenommen, die Mission, ne? Oha. Das wird richtig knapp. Aber wie gesagt, diese Karre hier, der Bolster... Ne, wie heißt der? Bolter V8. Der fährt sich richtig schön. Mag ich. Ja, das schaffe ich doch nicht. Guck mal, das ist noch eine Minute. Da muss ich jetzt wirklich ohne Tempomat fahren. Das geht nicht. Wow. Ernsthaft? Wie haben die sich das vorgestellt? Oh oh. Ja, super. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich hänge die jetzt ab. Ich guck mal, ob ich die jetzt abhänge. Ich fahre nach Hoboken. Ja, jetzt wollen sie mich schon festnehmen, ne? Ja. Irgendwie muss ich die loswerden, die Butzilei. Oha, hab ich schon. Hahaha. Da ist er weg. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich habe echt keine Zeit. Ich muss sie jetzt durchheizen, ne? Das geht nicht anders. Tut mir leid. Oh wow. Hab schon. Steig aus. Ach so, das zählt nochmal eine Minute. Ah, alles klar. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lucas Bertone schickt mich. Du musst abhauen. Die Bullen sind hierher unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dann sieht mich niemand. Viel Glück. Ja, okay. Jetzt muss ich zurück zu Lukas. Okay. Der Bolt 8 heißt... Bolt V8, nicht Boltster. Roadster ist es. Alles klar. Ja. Ich und mein Namensgedächtnis. Das kennt ihr ja schon, ne? Ist das Allerbeste. Das Allerbeste, wo geben tut. Na ja, gut. Dann bin ich zufrieden. Ich hab's geschafft. Vielleicht hilft mir das hier irgendwie. Wahrscheinlich habe ich dann irgendwelche... Weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen...
Ja, also mehr Geld gibt's sowieso nicht für die Mission, weil ich bekomme ja überhaupt kein Geld. Wobei ich das auch ganz gut finde, denn in so anderen Titeln mit Open World, da muss man halt immer Geld farmen und sich dann irgendwas kaufen zu können und das ist dann halt... Klar, es ist wieder so eine Komponente, die reizt natürlich... Wow, pass auf. Ich fahr hier anständig, ja? Du nicht. Danke. Es ist immer so eine Komponente, die ist natürlich sehr reizvoll. Hatte ich auch bei Tomb Raider zum Beispiel. Rise of the Tomb Raider. Da habe ich auch sehr gerne das Zeug gesammelt und habe mir dann die beste Ausrüstung dafür gebaut und gekauft und wie auch immer. Ja, man konnte ja diese Münzen ausgeben. Ihr wisst schon. Aber hier ist es halt sehr simpel, dadurch, dass man kein Geld hat. Man muss einfach die Missionen abfahren und das war's. Hat auch seinen Reiz. Ist halt alles sehr geradliniger und man verliert die Geschichte nicht so schnell aus den Augen. Nämlich darum, wie Tommy sich von der Mafia losgesagt hat, um vielleicht mit Sarah abzuhauen und ein neues Leben anzufangen. Weil ich glaube, bist du einmal in der Familie, dann kommst du nicht mehr so schnell raus. Dann ist vorbei. So, Tempomat drin. Und ab zu Lukas. Ja, ich lass mal. Kannst du mal aussteigen? Danke. So, mein Freund, da bin ich wieder. Ab. Und, was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Oh. Hier ist ein neues... Wow, jetzt kann ich einen Käfer knacken, oder was? Nein, es ist kein Käfer, aber es sieht ein bisschen so aus. Ja, das ist dann wohl die Belohnung. Ich habe gehofft, dass vielleicht die Mission dadurch leichter wird, aber ist nicht. Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was? Und diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus, verstehst du? Sehr gut, danke. Stelle das Auto in Oakwood. Alles klar, Rot. Dann geht's wohl nur darum, ein neues Auto zu kriegen. Alles klar. Wo ist Oakwood? Ach, da unten. Oh Gott, jetzt muss ich ganz runterfahren. Na klasse. Hätte ich mal die Nebenmission nicht gemacht. Da bin ich ja selber schuld jetzt. Naja. Aber Polizei abhängen ist gar nicht mal so schwer. Also ich kann eigentlich auch ohne Tempomat jetzt weiterfahren. Oakwood ist echt ganz da unten, ne? Oh, diese mischuggene Straßenbahn, du. Ist klar. Ah! Okay, die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Das war knapp. Gut. Hallo. Hast du gerade gehupt oder was? Ich darf fahren, wo ich will. In der Mafia macht man das so. Okay. Hm. Ich habe mir Bartöl reingemacht. Das rieche ich die ganze Zeit. Ja, es ist sehr stark. Zitronig. Mit ätherischen Ölen gemischt, das ist... Oh, wow. Ich werde ganz duselig gerade. Es zieht halt echt sehr stark in die Nase. Okay. Awkward, ich komme. Da war ich, glaube ich, auch noch nie. In diesem kleinen Teil hier. Nö, war ich nicht. Hey, das ist der erste Kreisel, den ich hier sehe. Guck mal. Oak Hill. Oak Hill. Der Eichenhügel. Oh, Vorsicht! Das ist aber ein sehr großer... Oh, oh Gott, die Karre. Wie Seife. Na gut, ich habe einigermaßen sicher geparkt. So. Hoffentlich muss ich jetzt nicht schon wieder zurück zu Luca betonen. Vorsicht. Verkehr achten. So. Ich freue mich schon sehr auf den zweiten Teil. Den mache ich direkt im Anschluss. Das sage ich euch schon mal so. Oh, ich muss gedrückt halten. Lalalala. Ja, was ich sagen wollte, warum... Ja, wir haben jetzt gelernt, wie man die Karre aufknackt, aber... Ich meine... Wir müssen das Ganze ja auch irgendwie... starten. So ohne Zündschlüssel. Aber damals war das, glaube ich, noch nicht so kompliziert. Elektronisch und Fingerabdruck und der ganze Kram oder stimmaktiviert. Naja. Wow. Oh Gott! Alles gut.
Bisschen durchgeschüttelt, aber alles gut. So, wow. Okay. Hallo. Oh Gott, die Hupe, die mag ich jetzt auch wieder nicht so. So, wir fahren am... Oh, ich hätte jetzt eigentlich auch unten durchfahren können. Naja. Nächstes Mal dann. Also Bremsen ist hier echt tödlich, deswegen werde ich jetzt einfach Bleifuß weiterfahren. Dann hätte ich jetzt auch wieder abkürzen können, ne? Oh! Na gut, das macht nichts. Alles stabil. Ich habe auch noch nicht wirklich gemerkt, dass es ein Schadensmodell gibt bei den Autos. Von daher, alles gut. Fahren wir zurück zu den Salieris. So, jetzt gleich rüber. Eigentlich kenne ich den Weg ja schon, aber ich vergewissere mich doch immer wieder gerne. Ich spiele es auch gerade mit einer Hand. Oh, hi. Das ist ein bisschen demoliert, aber das macht nichts. Ich habe es dann sowieso in meinem Fuhrpark wahrscheinlich. Ganz ehrlich, was ich denn schon alles hier an Autos gebracht habe. Ich müsste eigentlich schon einen sehr hohen Status genießen bei der Mafia. Oh, 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 oh. Da ist die Polizei. Guten Tag, Herr Polizei. Freundliches Hupen. Hallo. Herr Polizei. Grüß Gott. Servus. Ja. Hupen hier wird hier wohl nicht so geahndet. Also, Ordnungsamt und Lärmbelästigung, das haben die hier noch gar nicht. Die fahren auch sehr langsam. Also die Polizisten. Und da sie mich jetzt nicht sehen, bin ich jetzt einfach mal über die rote Ampel gefahren. Ja, ja. So, komm, Tempomat raus. Wird langweilig hier. Oha. Da sind die Texturen noch nicht ganz aufgebaut für den Tunnel. Uäh, ich hoffe, ich fahre nicht durch ein Loch. Ne, das war schon richtig. Das ist nur sehr dunkel hier. Sag mal, er macht auch kein Licht an, ne? Tommy. Boah, guck mal, 80 Miles. Das sind 130 km/h. Etwa. Das ist krass. Für so ein Auto hier. Wow, 1934 haben wir jetzt. Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Spiel. Ohne die Nacherzählung auch. Also quasi jetzt. Jetzt, wo wir es spielen. Ist ja auch Zeit vergangen. Oh Gott. Das war knapp. Ich habe dem gerade den Hintern poliert. So. Gleich bin ich da. Dann kriegen wir vielleicht eine neue Mission. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich habe gerade geguckt. Wir haben noch Zeit. Oh, danke für die Bremshilfe. Guck mal, was wir schon für Autos da stehen haben. Das sind schon 8 Stück. Richtig gut. Richtig gut. So, aber jetzt muss hier so eine Kolonne durchfahren, ne? So. Ne, auf jeden Fall war schön. Ich bin mal wieder Auto gefahren, seit einem Jahr etwa. Sehr weit. Also hin 6 Stunden, zurück 6 Stunden. Nach Leipzig von Köln. War schön. Hat mal wieder Spaß gemacht. Ist schon ewig her, aber man verlernt das wirklich nicht. Nach 10 Minuten war ich wieder voll drin. Sehr gut. Fahr gerne Auto, irgendwie. Und unfallfrei, seit ich Führerschein habe. Das sind jetzt schon fast 15, sind schon über 15 Jahre. Naja. Neue Autos wurden hinzugefügt. V8 Roadster Blau und Alba Airstream Four-Door Gelb. Das war eher Schleimgrün, aber egal. Omerta. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos.
Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisce? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Naja, kannst du nicht machen, ne? Man kann doch die Familie nicht verraten. Kann ich auch hinten raus wieder? Hallo, Chef. Wir haben beide zu tun, Tommy. Wir reden später. Okay. Was ist denn die... Ach, das ist die Toilette. Hier geht's hinten raus, natürlich. Tut mir leid, Tommy. Ich bin echt beschäftigt. Okay. Alles klaro. Hat Ralph hier was Neues für mich? Ich geh erstmal eine Knarre holen. Die Omerta. Ist das nicht sowas wie... der Treueschwur? Ich weiß es gar nicht. Hallo? Hallo, Vince. Du weißt, warum ich hier bin? Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Was hast du denn für mich? Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Hätte nicht gedacht, solche sizilianischen Traditionen kennenzulernen. Naja. Ist halt schade um Frank, ne? Kann ich mir noch was holen? Mann, ich hätte gerne noch so eine Tommy-Gun oder sowas. Kumpel. Nee, kriege ich wohl nichts mehr. Nee, klärt mich ruhig auf, was Omerta ist. Ich weiß das wirklich nicht. Na, Ralphy. Was hast du heute für mich, Ralphy? Tommy, ich habe eine neue Kiste. Schon wieder? Ein kleines bisschen besser als der V8 mit 80 PS. Schöne kleine Maschine. Oha. Ich habe wirklich die Crème de la Crème der Autos der 30er Jahre. Hallo? Er hat eine neue Schlösser, aber wenn man wie du im Geschäft ist, dann ist das kein Problem. Das war's. Danke, Ralphie. Ein Schubert Extra 6. Alles klar. Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe weder der Pate gesehen, noch die Sopranos. Also alles, was mir jetzt so an Mafia-Sachen einfällt. Ja gut, ich habe Scarface gesehen, aber das war ein ganz anderes Kaliber. Eieiei, war das ein krasser Film. Die ungeschnittene Fassung. Uiuiuiui, darf ich euch gar nicht sagen. Wenn ihr...
noch keine 18 seid, vergesst, was ich gesagt habe. Die Welt gehört dir. Nun gut, Leute, ich würde aber sagen, das reicht für den Part, weil wir haben jetzt schon die Zeit voll und wenn ich jetzt starte mit Omerta, dann wird es wieder zu spät. Daher, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Mafia. Bis dann.